Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Korruption kommt heute meistens subtiler daher als noch früher. Früher war es 100.000 Mark im Koffer. Heute geht es anders. Heute bekommt man lukrative, einflussreiche Posten oder Pöstchen für systemkonformes Verhalten oder postpolitisches Schweigen. Die Präsidentenstelle beim Bundesverfassungsgericht, einen Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn. Man wird Präsidentin einer Bundesanstalt. Dazu fallen einem gleich die Namen Habert, Pofalla und Nahles ein. Aber auch die Grünen, Frau Hasselmann, lassen sich nicht lumpen und gerne einkaufen. Fliegende Wechsel zu Lobbyverbänden von ihren früheren Vorsitzenden Gunda Röstl und Kerstin Andral. Die Hauptgeschäftsführerin wurde bei einem Bundesverband. Das gehört ebenso zum guten grünen Ton wie Wechsel in die Süßwarenindustrie vom ehemaligen Staatssekretär Berninger oder im Bereich der Dämmstoff- und Zigarettenindustrie wie die ehemalige Staatssekretärin Tritz. Und wem ist bei einem Lobbyjob nicht reicht, intellektuell oder mental, und der trotzdem viel Geld braucht, der borgt sich viel Geld bei dubiosen Darlehensgebern. Ich sage nur Cem Özdemir. Soweit die Vergangenheit. Nun hängt die Korruption, meine Damen und Herren, seit einigen Wochen wie ein Damoklesschwert über den Parteien, zuvörderst denen der CDU und CSU. Spötter sagen bereits, das C stünde für Clankriminalität. Aber stimmt das? Sind Amthor, Nüsslein, Spahn, die Familien Laschet und Söder, Baumüller, Sauter, Löbel, Fischer, Barreis, Herr Gauweiler, Zech, Pfeiffer mit 3F, Frau Hohlmeier, also die Strauß-Tochter, Frau Tandler, die Tochter des ehemaligen bayerischen Finanzministers, Herr Hauptmann aus dem engsten Thüringer Moring-Umfeld, Herr Lindner, Herr Kaffier, Herr Irmaff, Herr Straub, Herr Rieger und wie sie alle heißen, sind das tatsächlich nur Einzelfälle, die gar nichts mit Korruption zu tun haben? Ich tendiere zu der Auffassung, es sind keine Einzelfälle, denn Korruption und Bestechlichkeit sind typisch für ein System, in dem immer die Gleichen irgendwo regieren und an den Schaltstellen der Macht sitzen. Jahrzehntelange immer gleiche Regierungsbeteiligungen wecken Interessen bei Bestechern und Begehrlichkeiten auf der anderen Seite. Meine Damen und Herren, wir sehen an diesen Geschichten die Maxime dem deutschen Volke. Die draußen am Reichstag steht, die gilt für Sie nicht mehr. Für Sie gilt die Maxime, wer wird Millionär? Und das ist verdammt schäbig, das sage ich Ihnen von hier vorne aus. Und interessant ist ja, dass in diesem System die ganzen Korruptionsfälle, die jetzt hervorkamen mit den Jungspunden und Hinterbänklern aus CDU, CSU, da sind Millionenbeträge geflossen. Mich persönlich würde mal interessieren, wie sieht es denn mit den Leuten aus, die vorne sitzen, die tatsächlich bei Ihnen Einfluss haben? Geht es da dann um sechs- oder um siebenstellige Summen? Da wird noch einiges zutage kommen. Ich bin überzeugt. Zum Antrag selber. Um diesen Missständen beizukommen, helfen gesetzliche Vorschriften nur bedingt und Ehrenerklärungen, ich sage nur Hauptmann, helfen schon mal gar nicht. Gegen solche Auswüchse, gegen kleptokratische Anwallungen helfen nur ein grundlegender Politikwechsel und viele Jahre der Altparteien in der Opposition. Und daran, meine Damen und Herren, arbeiten wir. Dafür arbeiten wir jeden Tag von hier vorne und auf den Straßen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion.